Es ist faszinierend, ihr bei der Arbeit zuzusehen. Die Hände von Iris Backer wirbeln über das Papier. Die ganze Zeit hält sie Augenkontakt. Das Besondere, sie schaut, während sie Gesichter zeichnet, kein einziges Mal aufs Papier. Die dänische Künstlerin zeichnet in 90 Sekunden sogenannte Blindporträts. Also, dass sie nicht ein einziges Mal hochgeschaut hat und hat dann so mit beiden Händen da das gemalt, finde ich schon tolle Sache. Viele Menschen gebrauchen Blindzeichnen, um zu üben. Und davon habe ich es entwickelt, für die Chance, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Mit Aquarellfarbe, Wasser und Pastellkreide porträtiert sie in der Kulturschlachterei Rendsburg am Tag um die 40 Personen. Dort ist die Dänin gerade Artist in Residenz. Die, die davon gehört haben und die, die es gelesen haben jetzt und gehört haben von anderen Leuten, kommen alle vorbei und sind neugierig. Wie kann es jemanden geben, der blind zeichnet und das sieht trotzdem gut aus? Es ist gut was los. Also wir sind abends schon auch ein bisschen kaputt. Ihre besonderen Porträts haben sich herumgesprochen. Neugierige kommen mittlerweile aus der ganzen Region, um sich von Iris zeichnen zu lassen. Das war eine ganz spannende Erfahrung und ich fand das einen ganz intensiven Kontakt. Sie hat das Gesicht abgescannt und wir haben viel, viel uns an die Augen geschaut. Hat Spaß gemacht. Ja, das ist schon crazy. Ja, es ist sehr verschieden, wie sie reagieren. Einige beginnen zu lachen, einige wurden bewegt und einige sind sehr pressend auf den Moment, weil es sehr intens ist. Ja. Iris wird nur noch bis zum 16. Juli in der Kulturschlachterei ihre Blindenporträts zeichnen. Dann geht es für sie zurück nach Hause nach Dänemark. Aber sie überlegt schon, bald wiederzukommen.